Das Tesla Model 3 Facelift, die Rettung für OneMove und jede Menge Smart Home News von der IFA. All das gibt's in dieser Folge vom Steckerchecker Update. Tesla Model 3 Facelift. Vor ein paar Wochen hatten wir noch über erste Gerüchte über das Tesla Model 3 Facelift berichtet und nun ist es vorgestellt worden. Es ist dabei wesentlich umfangreicher ausgefallen als zunächst vermutet. So ist es nicht nur eine schlankere Front geworden, die sehr an das Model S erinnert, nein, auch viele andere Features aus der Luxusklasse wurden nun ins Model 3 übernommen. Perforierte Sitze mit Kühlfunktion, dynamische Innenbeleuchtung, ja und sogar einen zweiten Screen für die hintere Reihe, um dort die Klimaanlage zu steuern oder sogar während der Fahrt Netflix oder YouTube zu gucken, wurden hinzugefügt. Die optimierte Karosserie und die neuen Felgen geben dem Model 3 einen verbesserten Strömungswiderstand von 2,19 gegenüber 2,3 beim Vormodell. Dadurch hat das Model 3 nun einen besseren Wert als der BMW i5 oder Porsche Taycan. Wie sich das konkret auf eine Verbesserung der Reichweite auswirken wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Eine Sache wurde aus meiner Sicht verschlimmbessert, und zwar das Lenkrad. Zwar hat das Model 3 nicht das gefürchtete Yoke Steering Wheel vom Model S bekommen, aber die Hebel wurden wegrationalisiert. Bedeutet, zum Blinken könnt ihr nicht mehr einfach den Hebel drücken, wie man es bei jedem anderen Auto macht. Nein, ihr müsst einen Knopf am Lenkrad drücken. Ja, und um den Gang einzulegen, wischt ihr entweder auf dem Touchscreen vorwärts und rückwärts oder, noch blöder, ihr müsst an die Decke tippen, denn dort findet man nun die manuellen Schaltknöpfe. Da behalte ich doch lieber meine Hebel. Wie das neue Design einem Model Y stehen würde, haben erste User auch bereits auf Social Media als 3D-Renderings gepostet. Ich finde, der neue Look steht dem Auto durchaus. OneMove gerettet. Tja, und plötzlich fahre ich einen McLaren. Denn die McLaren-Tochter Lavoie hat OneMove aus der Insolvenz gerettet und groß investiert. Einige Fragen sind noch ungeklärt, was zum Beispiel mit noch offenen Bestellungen ist oder Leute, die auf ihr Geld zurück oder ihr Fahrrad warten. Aber fest steht, die Marke OneMove soll bestehen bleiben. Es wird sich allerdings hier und da etwas ändern. So sollen zum Beispiel die Stores verschwinden. Stattdessen sollen Reparaturen und der Verkauf lieber über dritte Partner stattfinden. Aus meiner Sicht eine durchaus sinnvolle Idee. McLaren spricht in einer Pressemitteilung von mehreren 10 Millionen Pfund, die nun investiert werden sollen. Einmal, um das Geschäft zu stabilisieren und für die Zukunft auszuweiten. Die Qualitätsprobleme der Vergangenheit sollen laut McLaren bei den aktuellen Modellen, also S4 X4, S5 A5, nicht mehr bestehen und somit will man sich auf diese Modelle fokussieren. Ja, bei meinem S3 ist jetzt seit 2 Wochen der wohl eher bekannte Serienfehler einer defekten elektronischen Schaltung aufgetreten. Ich kann mein Rad zwar noch einigermaßen gut fahren, aber ich hoffe, dass auch dann für das S3 in Zukunft wieder Ersatzteile auf Lager sind. IFA Smart Home News. Die IFA ist vorbei und es gab jede Menge Nachrichten zum Smart Home. Um es kurz zusammenzufassen, durch die Bank wurde Meta abgefeiert. Alle großen Hersteller stehen trotz des eher holprigen Starts zu Anfang dieses Jahres weiterhin hinter dem neuen Standard und hoffen, dass er das entscheidende Puzzleteil sein wird, ja, um Smart Home einfacher zu machen und es so wirklich der Masse zur Verfügung zu stellen. Signify, die Firma hinter Philips Hue, kündigte zahlreiche neue Produkte auf der IFA an, unter anderem auch die von uns schon besprochenen Security-Kameras. Diese sollen übrigens im nächsten Jahr, wenn dann in Meta auch Kameras integriert werden können, ein Meta-Update erhalten. Die Hue Bridge für Beleuchtungssteuerung soll noch in diesem Monat endlich auch ihr Meta-Update bekommen. Tado hatte gleich 3 Ankündigungen. Das erste, eine kostenlose App, welche die Ladeplanung eures E-Autos übernimmt. Dabei sollen bei dynamischen Stromanbietern immer geschaut werden, wann gerade günstiger erneuerbarer Strom zur Verfügung steht und nur dann die Ladesäule anspringen. Das Ganze ist kompatibel mit zahlreichen Stromtarifen und auch mit fast allen E-Automarken. Ja, und Tado selber hat auch noch den passenden eigenen dynamischen Stromtarif vorgestellt. Diesen gibt es allerdings zunächst nur in Österreich und man kann sich in Deutschland aber schon mal voranmelden. Das Spannendste ist aber der Tado Heat Pump Connector, die Wärmepumpensteuerung. Mit dieser könnt ihr ähnlich wie bisher eure Heiztherme im Keller die Wärmepumpe in euer Tado-System integrieren und fernsteuern.
Zusätzlich zu den bekannten Automatisierungen wie wetterabhängiger Steuerung und Anwesenheitserkennung sollen dann aber auch die dynamischen Strompreise berücksichtigt werden. So soll ein Einsparpotenzial von bis zu 430 Euro im Jahr bestehen. Tado ist übrigens auch Sponsor der aktuellen Folge. Ich selbst nutze das System schon seit Jahren und bin begeistert. Ich steuere damit sowohl meine Heiztherme im Keller als auch die Heizkörperthermostate in den einzelnen Räumen. Ja, und in diesem Jahr habe ich auch noch die Klimaanlagensteuerung nachgerüstet und somit alles zentral in einer App vereint und gesteuert. Praktischerweise funktioniert das Ganze auch hervorragend mit Home Assistant und konnte so von mir perfekt mit allen anderen Komponenten im Smart Home kombiniert werden. In der nächsten Woche werden wir euch noch mehr von Tados Produkten im Einsatz zeigen. Wir haben ein komplettes, nicht smartes Haus vom Keller bis unters Dach mit Tado-Produkten ausgestattet, um so wie bei mir zu Hause durch Automatisierung Heizkosten zu sparen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst doch ein Abo da. Bis dahin, bye, euer Steckerchecker.